es entspannend auf so einer schönen Insel. Ja, habe die Ehre, Aloha. Ein herzliches Grüß Gott hier zurück beim gechillten Bavarian Vinyl Nerd. Ja, der Pete von Basement 45 und der liebe Timo von Vinyl und zwei super coole YouTube-Kanäle, liebe Kollegen von mir, auch in der German Vinyl Community dabei, haben mich angefixt. Ja, und zwar zur Einsame Insel Challenge. 10 Alben, die ich gerne auf eine Insel mitnehmen würde, wenn ich denn da Stromanschluss und einen Plattenspieler hätte. Ja, legen wir gleich los. Machen wir es gar nicht lang spannend, damit ich die schöne Sonne hier noch ein bisschen genießen kann und mir einen sauberen Sonnenbrand einfange. Na Quatsch. Ich würde mitnehmen auf eine einsame Insel. Erstmal viele Greatest Hits Alben, weil natürlich kann ich mir da das ganze Spektrum eines Künstlers jederzeit reinziehen und muss nicht 25 Alben kaufen und somit auch dieses Album wäre mit dabei. Elton John, Greatest Hits aus den 70er Jahren, ein super cooles Album mit Songs wie Daniel, Honky Cat, Your Song, Saturday Night's Alright for Fighting, Goodbye Yellow Brick Road, Rocket Man, Candle in the Wind und so weiter und so fort. Da sind eigentlich nur geile Songs von Elton John drauf, die auch in dem Film zu hören waren mit Elton John oder über Elton John. Ein auch sehr toller Musical-Film, kann man schon fast sagen, ja, weil sehr viele Tanzszenen drin sind. Also das wäre mal das erste Album, was ich auf alle Fälle mitnehmen würde. Ein weiteres Album, das ich auch auf die Insel mitnehmen würde, ist eins, ja, wenn ich mal ein bisschen Frust schiebe, weil ich so einsam bin, dann würde ich mir diese Scheibe hier auflegen. Ja, Metallica, Master of Puppets, und zwar die geremasterte Version. Eine sehr, sehr gute Aufnahme, mir gefällt es sehr gut, ist eins meiner Lieblingsalben oder das Lieblingsalbum von Metallica. Und ja, die Songs da drauf kennt eigentlich auch fast jeder. Battery, Master of Puppets, Orion, Welcome Home, also Sanatorium und eben damals noch mit dem Bassisten Cliff Burton mit dabei. Und das Album würde ich mir auf alle Fälle reinziehen, wenn das Wetter mal schlecht werden sollte, aber momentan schaut es ja recht gut aus. Und weil wir schon bei Lieblingsalben sind, natürlich kommt auch eine Band mit auf die Insel, die ich liebe und wo ich aber immer noch einige Scheiben brauche in meiner Sammlung. Aber dieses Album habe ich mir jetzt letztens erst geholt. Und zwar habe ich da eine kleine, ja, wie soll ich sagen, eine kleine Odyssee gehabt mit diesem Album. Aber das Video könnt ihr euch da oben nochmal anschauen. Dieses Album, Led Zeppelin Nummer 4. Eins der besten Alben von Led Zeppelin mit Stairway to Heaven, Black Dog und Rock'n'Roll drauf. Diese Songs laufen bei mir zu Hause im Wohnzimmer rauf und runter und auch hier auf der Insel. Wenn ich dann endlich mal so ein Stromaggregat irgendwo finde, dann kann ich mir das jetzt auch mal auflegen. Damit ich nicht zu faul werde und nicht nur an meinen Drinks hier rumsüppelt, an meinen Kokosnussdrinks, ja, dann muss ich auch noch ein bisschen tanzen nebenbei und ein tolles Album, wo man die Beine fast nicht stillhalten kann, ist das da. Blues Brothers Movie Soundtrack, und da geht der Punk ab, da geht es richtig zur Sache. Ich liebe dieses Album. Ja, She Caught Me Katie, Give Me Some Lovin', Shake Your Tail Feather mit und von und mit Ray Charles, Jailhouse Rock und so weiter. Also diese Songs lassen hier wirklich mich nicht in diesem Liegestuhl liegen, sondern da springe ich dann schon auf und mache ein paar lustige Bewegungen, was sich bei mir so Tanz nennt. Und wenn mir da auch zumute ist und ich vielleicht ein Signalfeuer zünden möchte, dann brauche ich natürlich die richtige Musik dazu. Und Feuer und Hölle, ne? Highway to Hell von AC/DC. Das Album muss natürlich mit, weil es mein Lieblingsalbum von AC/DC ist, mit dem begnadeten Sänger Bon Scott noch an der Spitze und auch ihr erfolgreichstes Album. Highway to Hell, Girls Got Rhythm, ich kann es gar nicht alle aufzählen, weil eigentlich jeder Song auf diesem Album ein Wahnsinnshit ist.
War damals Ende der 70er Jahre ein umstrittenes Album, weil es hat ja angeblich den Satan vergöttert, ne? Und Angus Young ja vorne drauf als kleiner Teufel. Aber er ist ja immer noch ein kleiner Teufel auf der Bühne, auch wenn er jetzt schon ein älteres Semester ist. Aber kaum ist er auf der Bühne, ist er ein komplett anderer Mensch und geht ab wie ein Zäpfchen. Ja, ein bisschen gechillte Musik brauche ich natürlich auch auf der Insel. Weil es ja sowieso total chillig ist, machen wir es noch ein bisschen chilliger, und zwar mit Johnny Cash. Ich liebe diesen Mann, The Man in Black, The Legend. Ich habe hier eine Collector's Edition, ein Best-of-Album, ein Doppelalbum mit Falls and Prison Blues drauf, Hey Porter, Ballad of a Teenage Queen, Come in Stranger und so weiter. I Walk the Line ist natürlich auch mit drauf, der Klassiker. Ein tolles Album, und hier ist innen auch in diesem Gatefold der Man in Black zu sehen. Und der kommt mit mir auch auf die Insel. Ein Album, das ich auf keinen Fall zu Hause lasse oder zu Hause gelassen habe, das ist folgendes. Momentan eine meiner Lieblingsbands, Greta Van Fleet, Battle at the Garden's Gate, das der aktuellste Album von der Band. Die Jungs bringen diesen Juni oder Juli, ich weiß nicht mehr so genau, aber die bringen auf alle Fälle hier jetzt das neue Album raus. Und ich hoffe, dass FedEx mir irgendwie das Album liefern kann per Luftfracht, abwerfen mit dem Fallschirm oder so. Ich will dieses Album unbedingt haben und auch hier auf der Insel haben. Dann kann ich mir das nämlich als allererster anhören und keiner hört mit. Und nochmal ein Greatest Hits Album von einer Band, die ich auch liebe seit Jahren schon, die ich auch schon verfolge, seit sie gegründet worden sind, beziehungsweise auch die Band vom Sänger, wo er vorher war. Der war nämlich ein Schlagzeuger und viele wissen es wahrscheinlich. Ich rede hier von Dave Grohl, dem Sänger der Foo Fighters, und ich habe hier das Greatest Hits Album von 2009. Das ist ein Doppelalbum, also beziehungsweise eine 180-Gramm-Pressung, ein Doppelalbum mit Everlong, All My Life, Best of You, My Hero, eine Akustikversion von Everlong ist auch auf diesem Album mit drauf, auch sehr, sehr schön anzuhören, und ein Cover, das seinesgleichen sucht, weil das nämlich auch so schön geprägte Nieten hier drin hat, und das erinnert mich ein bisschen an das Flugzeug, das mich hierher gebracht hat auf diese einsame Insel. Ja, und ich verbringe hier schon mehrere Tage am Meer, und ein deutscher Sänger oder Rapper, ja, Rapper, Hip-Hopper, hat ein Lied gemacht, ich habe eine Hütte am Meer und er hat ein Haus am See. Peter Fox. Eins oder das Lieblingsalbum von mir, was deutschen Hip-Hop betrifft. 180 Gramm Pressung, Doppelalbum, tolle Aufnahme. Es ist drauf, Schwarz zu Blau, natürlich das Haus am See, das zweite Gesicht, Kopf verloren, der Stadtaffe. Ich liebe dieses Album, es ist toll, es ist schön. Viele finden es nicht so gut, ich finde es super, und ich hoffe, das neue Album von Peter Fox wird genauso gut. Und das letzte Album oder das zehnte Album, das ich mir mit auf die Insel genommen habe, das ist wieder ein Greatest Hits Album, und viele von euch wissen es ja schon, ich bin bekennender Queen-Fan, und natürlich darf dieses Album auf der Insel nicht fehlen. Queen Greatest Hits aus den 80er Jahren, dieses schwarze Album, diese deutsche Pressung mit Under Pressure von und mit Queen und David Bowie, und natürlich alle Top-Songs von Queen bis in die 80er Jahre hinein, also wie die Bohemian Rhapsody, wie Play the Game, Flash, We Will Rock You, We Are the Champions. Ja, und ich fühle mich auch wie ein Champion, wenn ich diese 10 Alben mir schön gemütlich hier auf der Insel reinziehen kann. Moment, das Telefon läutet. Ja? Ja. Gib mir noch kurz ein paar Stunden, weil ich muss schauen, dass ich da irgendwie einen Flieger kriege, dann komme ich wieder heim. Okay? Passt. Ja, meine Töchter verlangen nach mir und meine Frau.
und deswegen werde ich die einsame Insel wieder verlassen. Und ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich hoffe, es springen noch andere auf diese Insel-Challenge auf. Macht es gut, bleibt gesund, bis bald, Servus.